So, und dann geht's weiter direkt mit Folge 2. Ja, genau, wir haben gestern noch einige Sachen hier aufgebaut, zum Beispiel diese Miner und die Windräder und so weiter. Also falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, schaut ihr unbedingt an. Auch wenn ihr schon das Spiel kennt, ist es, glaube ich, recht interessant gewesen. Und ja, genau. So, also auf alle Fälle, was ich so entnehme von dem Ganzen, ist auf alle Fälle, wir müssen jeden dieser vier Werte boosten. Um ganz viel auf alle Fälle. Genau, damit schaltet man eben neue Sachen frei und so weiter. Genau. Okay, wir sind aktuell beim Wohnmobil. Wohnmodulfenster. Rucksackstufe 2. Okay. Ich würde sagen, wir bauen vielleicht nochmal ein zweites, drittes Ding davon. Wobei, wann kriegen wir die Stufe 2? Bei 500. Okay, wir bauen das 1. Eis und Eisen. Haben wir natürlich nicht. Gut, ich meine, Eisen kriegt man schnell, Eis auch, das ist gar kein Problem eigentlich. Nehmen wir auch noch mit. Man findet eh nie das, was man braucht. Man findet gefühlt irgendwie immer nur die Sachen, die man gerade schon hat. Ey, es ist so rot einfach. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt auch mal auf der Shop-Seite angesehen, wie das Spiel dann generell später ausschaut. Also gibt es so ein paar GIFs. Ich habe jetzt nicht das Video angeschaut. Ich will mich auch gar nicht so viel spoilern lassen irgendwie. Und deswegen... Ja. Achso. Ich weiß immer noch nicht genau, wie es mit dem Essen abläuft. Nein. Shop. Hä? Warte mal, was ist das hier? Ah! Oh! Ah! Aha! Okay, wir brauchen einen Nahrungszüchter. Den muss man wahrscheinlich erstmal freischalten. Haben wir noch was anderes zu anpflanzen hier irgendwo? Können wir auch zwei davon ausrüsten? Ne, können wir nicht. Okay, ich würde sagen, wir erkunden einfach ein bisschen. Machen wir ein paar von diesen Boxen auf. Ich glaube, da ist auch immer ein gutes Zeug drin. Und genau. Hier zum Beispiel schon mal nicht. Inventar, gut, haben wir einiges am Platz aktuell. Oh nein! Haben wir Nahrung, aber kein Wasser. Ideal. Und dieser Fortschrittsbildschirm. Ah, ne, kann man nicht erstellen. Schade, okay. Wir haben fast schon 1000 Terraforming-Index erreicht. Und das ist in meinen Augen eigentlich schon ziemlich gut. Im blauen Himmel. Im blauen Himmel brauchen wir 175.000. Ja, dauert noch ein bisschen, aber naja. Okay. Warte mal, sollen wir vielleicht noch gleich... Mikrochip zerlegen hier. Ja, das klingt irgendwie wichtig. Sollen wir da noch Taschenlampe? Okay, können wir noch nicht bauen. Egal. Okay. Da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht können wir auch unsere Kapsel einmal zerlegen oder so. Ich denke mal, das ist vielleicht möglich. Wow, was ist für ein Planet da hinten? Lol. Wie kann ich das Ding jetzt zerlegen? Naja. Schau mal, was da auf der anderen Seite des Teichs hier ist. Des Sandteichs. Und es ist... Oh. Warte, mir passiert ganz viel. Wir haben hier mehr Erze gefüllt. Und hinten ist ein Frack. Oh Gott, aber unsere... Jetzt geht die Luft, glaube ich, schon bald aus. Okay, wir fahren ein paar Erze vielleicht. Oh
da geht's ganz schnell zurück. Oh, ich hoffe, das schaffen wir noch. Oh, das wird eng. Das wird eng. Das wird sehr eng. Das wird richtig eng. Eieieiei. Sollen wir langsam laufen? Nee, bringt nichts. Scheiße, wir schaffen es nicht mehr. Leute, wie schnell geht das weg? What? Nein. Nein. Oha. Okay, das ist heftig. Gut, wir nehmen auf jeden Fall diesmal Sauerstoffflaschen mit. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Also schon so im Unterbewusstsein dran gedacht und so, aber nicht so dran gedacht irgendwie. Okay. Na dann sprinten wir nochmal los. Ja, mal schauen. Also ich meine, ich hoffe jetzt eigentlich schon, dass wir irgendwie hinkommen. Ob wir jetzt da viel farmen können, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Zwei Teile dann wieder umdrehen. Da hinten ist auch irgendwas anderes. Stein da hinten ist ein anderes. Muss nichts heißen, kann aber was heißen. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Es gibt auf alle Fälle keine Gewalt in dem Spiel, beziehungsweise, also so schreiben die das, keine Gegner. Ist das eine Yacht? Wait, what? Okay, das ist eigenartig. Was ist hier denn alles los? Okay. Interessant. Inventar. Ah ja, okay. Rate mal, wer hier keinen Taschenlampe eingebaut hat. Das war schlau. Oh. Okay. Ich habe das noch nicht gespielt oder so, falls ich gerade so denke, ich habe mich hier spoilen lassen oder so. Nein, nein, nein. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Sind wir jetzt krass? Hier ist die Kiste. Bohnensamen, okay. Ist noch mehr irgendwie? Ich weiß, es sieht noch weniger als ich. Aber ich kann nicht versprechen, ich sehe auch nichts. Hier, glaube ich, sind wir reingekommen irgendwo. Ja, genau. Puh, okay. Gibt es noch mehr irgendwie? Nee. Ja, die Luft geht wieder aus, ich weiß. Wir füllen gleich auf. Okay, nee, die nicht so. Wow, das ist da hinten. Was kommt da runter? Ist das Wasser? Ist das Staub? Oh, Sonnenkollektoren, let's go. Nice. Oh, eine Kiste. Wow, das schaut irgendwie komisch aus. Okay, man kann nicht stapeln. Es sieht irgendwie gefährlich aus. Wir müssen gleich zurück unbedingt. Eis. Okay, wir müssen weiter. Sieht aber krass aus. Kann sich gefühlt aber auch relativ schnell verirren, oder? Ich weiß nicht, ob ich hier Setpoints. Sag schon, wie nennt man sie? Oh Gott, Checkpoints setzen kann. Nicht Checkpoints. Oh Gott. Also Waypoints halt. Ja, Waypoints nennt man die. Ich kann mich schon vorstellen, dass es hier echt relativ. Oh no. Oh no. No, 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 no. Warum wird das am Ende mal so schnell, so viel schneller weniger als vorher? Aber wir schaffen es, oder? Kein Problem oder so. Okay, naja. So, wie sieht's aus? Oh, Luftdruck schaut gut aus. Wärme sieht auch gut aus. Warte mal, Luftdruck bedeutet doch eigentlich dann, dass wir.
Ach ne, so Wärme. Hoppla, okay. Ach ja, jetzt können wir hier gleich mal Dinger reinsetzen. Sehr gut. Aber Sauerstoffmultiplikator 150%. Oh. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Ja, das ist besser. Das ist viel besser. Okay. Innenleiter. 1,0 ppt. Das T steht wahrscheinlich für 1000 oder so. Okay. Sonnenkollektoren. 6,5 pro Sekunde. Das ist viel, glaube ich. Okay. So, Sonnenkollektoren. Hier sind die Dinger. Relativ einfach noch zu bauen, alles. Aber es funktioniert natürlich dann nur tagsüber und nicht nachts. Ah ja. Können wir die auch aufs Haus drauf bauen? Wäre ein bisschen sinnvoller gefühlt. Ah ja. Okay. So, Energie plus 6,5 bringt das jetzt. Heilige Scheiße. Okay, das ist krass. So, können wir noch... Genau, hier sehen wir aktuell Produktion verfügbar. Ja, okay, super. Na gut, damit haben wir schon mal einen relativ guten Anfang eigentlich. Oh ja, jetzt wird es aber ein bisschen teurer alles. Sauerstofftanks Stufe 2. Ah ja, wir haben jetzt Stufe 1, lol, deswegen sind wir auch so erstaunt. Craft 10 Items, okay. Okay, 200 ist schon mal besser, 145 definitiv. Ja, Wasser brauchen wir als nächstes wieder. Okay, ja, jetzt geht's aber ein bisschen bergab hier mit dem ganzen Zeug. Die Ressourcen gehen uns ganz cool runter. Gut, dann gehen wir nochmal in die Höhle zurück, würde ich sagen. Ah ne, warte, wir brauchen erst. Kobalt. Dafür geht das Kobalt drauf. Okay, gut zu wissen. Oder. Ach, da oben ist auch noch ein Frack, lol. Das war die ganze Zeit in Sichtweite und wir haben es nicht gesehen. Wobei ich sagen muss. Ja, bin ein bisschen skeptisch, ob wir da hinkommen. Wir machen uns, glaube ich, nochmal lieber eine. Noch ein Sauerstoff-Dingenson hier. Ich frage mich, ob das Mining dann später auch irgendwie automatisierbar ist. Mit Ressourcen, die werden wir irgendwann aufgebraucht haben, die hier sind. Und irgendwas sagt mir, dass das nicht mehr so lange dauern wird. Okay, dann let's go. Genau, unser Terraforming-Index geht ganz gut hoch. Ich weiß, wir sollten vielleicht noch viel mehr Bohrer bauen. Wobei ich auch nicht weiß, ob das irgendwie das Sinn ist, dass man einfach 1000 von diesen Bohrern dahin stellt oder so. Das klingt jetzt für mich auch nicht so nach dem tiefsten Sinn aller Sinne irgendwie. Okay, hier sind schon echt viele Ressourcen. Ah ja, hier sind mehr Sachen, okay. Oh, Box. Unser Inventar ist direkt voll dann, nice. Mikrochip-Bauplan. Ha. Keine Ahnung, wie man freischaltet. Wow, was ist denn da oben alles? Holy shit. Ich weiß, mein Inventar ist voll, aber wir gehen trotzdem kurz rauf und schauen mal. Holy shit. Okay, das ist cool. Irgendwas cool, wenn man die Dinge zerlegen könnte oder so.
irgendwie recyceln oder so, wäre schon nice. Es kann nicht auch sein, dass es so ein bisschen AFK-Spiel ist, sondern halt, kriegen wir eigentlich Fallschaden? Gibt es so viel Fallschaden? Ne, sieht nicht so aus. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen AFK-Spiel, wo man einfach AFK gehen muss, damit sich halt die ganzen Sachen dann ein bisschen weiterentwickeln. Das weiß ich jetzt nicht. Warte mal, ändert sich schon der Boden? Oder ist es gerade nur das Licht? Der Planet da hinten ist cool. Oh ne, hier fallen wir Dinge runter. Ne, nicht wirklich. Okay, Rucksackstufe 3. Okay, gleich haben wir die Wärme erreicht hier. Für Pflanzen rüber in Stufe 2. Das wird cool. Warten noch ganz kurz, bis es soweit ist. So, eins noch. Und bam. Oder nicht bam. Jetzt. Nice. Okay, Stufe 2. Oh, das bringt schon mal viel mehr. Das bringt sehr viel mehr. Und da haben wir jetzt auch nochmal diese 200% Multiplikator. Okay, jetzt. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's ja brutal ab, lol. Jo, okay. Kann man auch irgendwas sehen, wie hoch das der Terraform. Ah ne, hier steht er. Ne, hier steht er nicht. Hier steht überall, wie viel das pro Sekunde kriegt, aber beim Terraform in der Kleine nicht. Alter, Sauerstoff, die geht ab wie Sau. Magnesium. Silizium fehlt. Oder haben wir noch halt. Also ein gutes Ding hat man noch. Können aber auch alle upgraden, sehe ich gerade. Wäre vielleicht sinnvoller. Ja, ich nehme mal ein bisschen mehr jetzt mit. Einfach einmal Inventar voll machen. Wir brauchen ja eh alles irgendwie. Ah, Inventar ist voll. Nice. Aber ist cool. Mir gefällt sowas irgendwie. Nein, es fehlt einmal Eis. Shit. Eis, Eis, Eis. Hier ist Eis. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, wenn wir hier wirklich das so voll rushen. Weil gefühlt tun wir das ja gerade. Ja, okay, jetzt. Okay, Sauerstoff, Alter. Luftdruck, was macht Luftdruck? Macht das hier? Es macht Energie. Was macht Luftdruck? Hä? Die Bohrer? Wann ist die Bohrer? Ah, die Bohrer machen Luftdruck. Okay. Energie sagt, alles ist in Ordnung. Super, okay. So, Luftdruck steigt jetzt auch ziemlich gut an. Sauerstoff, ja, das passt. Alter, Sauerstoff geht ab wie Sau. Terraforming-Index soll es auch hochgehen. Das soll richtig nach oben gehen. Der geht auch ziemlich nach oben. Gut, das gefällt mir schon mal. Genau, Innenleiter haben bald erreicht. Heizung, ja, Heizung wird, glaube ich, interessant. Sauerstofftank, Stufe 3, wird sehr wichtig. Nahrungsmittelzüchter auch wichtig, ja. Genau, Bohrer Stufe 2, freue ich mich auch drauf. Genau, ja. Bauen wir vielleicht noch eine Heizung oder so? Mir ist ein bisschen kalt. Ah, wir brauchen Iridium.
Okay, dann gehen wir mal kurz zum Faktor-Händler. Wir könnten auch mal vielleicht irgendwie in der Zukunft dann Leitern oder so bauen. Oder Wege, also Rampen. Das wird auch nützlich. Also bei der Geschwindigkeit, glaube ich, wo wir gerade Sauerstoff erstellen, können wir bald den Helm abnehmen. Weil haben wir so viel Sauerstoff, dass es hier wirklich gar kein Problem mehr gibt. Nice, Rucksack Stufe 3. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Ich mag irgendwie Snowballen. Das macht irgendwie Spaß. So, ich muss sagen, ab in das große Ding da. Trägt auf alle Fälle so ein bisschen die Handschrift der NASA irgendwie. Von der Farbgestaltung, generell vom anderen, vom Rest des ganzen Modells hier so. Schon krass. Okay, wie geht's hier rein? Geht's da rein? Ah, das war einfach. Und ich habe immer noch keinen Taschenlampe, ich bin ein Idiot. Nein, es wird immer dunkler. Nein, nicht schon wieder. Ist hier hinten irgendwas zum Looten? Nee. Wir brauchen erst eine Taschenlampe. Alles andere macht gar keinen Sinn, glaube ich. Aber echt geil. Also ich hab. Oh, was ist denn hier los? Oh, ist das Eis? Haben wir Wasser gefunden? Was ist denn hier los? Schmilzt ab 1000 NK. Was? 100 NK? 100 NK. Ah, da sind Kristalle drin. Oh mein Gott. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig cool. Ja, geil. Geile Sache, wirklich, wirklich, wirklich geile Sache. Bewässerung niedrig. Einmal gießen. Ja gut, aber Iridium wird, glaube ich, halt schwierig zu finden. Das gibt es, glaube ich, nur in diesen Boxen. Aber ansonsten, hier in Form von Erz habe ich das nicht gesehen. Und da es auch kein Voxel-Spiel ist, denke ich mal, kann man hier nicht minen oder irgendwie den Boden umformen. Ah, sieht zumindest nicht so nach aus. Heizungsstufe 2, sehr gut. Die werde ich einfach gerade sehen können von da oben. Alter, die Schwerkraft ist krass. Und Haarfall, okay. Gut, dann gehen wir kurz mal zurück und oh, es gibt Schaden, okay, aber nicht viel. so, einen haben wir noch. Mhm. Es gibt wahrscheinlich keine Nacht, weil unsere Solarkollektoren laufen, glaube ich, irgendwie durchgehend. Was ich krass finde. Ja, okay. Mal kurz schnell spicken, was das Ding hier braucht. Zweimal Iridium. Oh, wo kriegen wir denn zweimal Iridium her? Das wird schwierig. Okay, naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.